das Winterrennen haben wir dann noch ein paar Wochen Schweiß, damit das hält nach dem Überschlag von Marcel. Nur für den Zuschauer, das ist der Wagen, der in Oschersleben geschrottet wurde. Ja. Das erzähl doch nochmal bitte. Ja, Marcel und ich sind ja zusammengefahren. Das heißt, Marcel ist Einsteiger gefahren. Ich Klasse. Und meine Läufe waren dann soweit gut. Ich war auch durch, Endlauf gemacht. Ich glaube, ich hatte den vierten Platz. Und dann war Marcel dran mit seinem Endlauf. Und in Oschersleben diesen Berg hoch nach dem Start. Und oben stand ein Allradfahrzeug quer. Das sieht man aber erst, wenn man rumkommt, selber um die Kurve. Und das war von daher für ihn ein bisschen schwierig, die Situation. Dann ist er ausgewichen und in Oschersleben haben die das ja jetzt so eingefärbt, links und rechts mit so einer leichten Mauer. Ja, und dann ist er gegen die Mauer gefahren beim Ausweichen und hat sich dann frontal überschlagen. Das Auto, den neuen da hinten, den angefangenen, in die Halle zu bringen. Der kann auf die Bühne. Danach muss der dahinter. Und dann fange ich an, den auseinanderzunehmen, um die Teile für den blauen, für den neuen zu nutzen. Das heißt, der blaue wird dein neues Fahrzeug für die kommende Saison? Genau. Ja. Oder schon für diese Saison? Ja, für diese Saison. Also ich will im zweiten oder dritten Rennen einsteigen, je nachdem, wie ich das zeitlich hinkriege. Und bis dahin werde ich das fertig haben. Wie gesagt, angefangen ist er ja schon, aber ein paar Teile brauche ich von dem noch. Sonst muss ich das alles neu kaufen oder neu bauen, das ist mir dann auch zu aufwendig. Bleibt der blau oder kriegt er wieder eure Farbe? Natürlich. Wir fahren nur pink. Hat meine Tochter beschlossen, ich habe zugestimmt, wir fahren pink. Ja. Wo du sagst, wo steckt Tini? Tini macht ihr Studium. Die ist ganz, ganz doll am Üben, am Lernen. Und ja, sie vertröstet mich immer ein bisschen. Papa soll ein bisschen mehr arbeiten, damit sie dann irgendwo mal fahren kann. Eigentlich wie immer, aber das mache ich ja gern. Und sie hilft, wo sie kann. Also sie macht und tut und naja, mal gucken. Das ist erstmal wichtiger, dass sie das Studium packt und da ganz viel Leistung bringt. Ich bringe hier ein bisschen mehr Leistung und dann passt das schon. Na, was habt ihr gemacht? Schon aufgeladen? Dein Mann ist gerade dabei. Hattest du wirklich damit gerechnet, dass er aufhört? Nö. Beschreib das mal kurz. Nicht wahr eigentlich. Er hat ja kurz drüber nachgedacht, oder? Ja, gut, die Arbeit, der Aufwand. Ne? Das war natürlich schon so ein einschneidendes Erlebnis, sag ich mal. Aber wirklich dran gedacht, geglaubt habe ich eigentlich nicht. Hast du nicht? Nee. Dann hätte er nichts zu tun. Denn so ist er viel entspannter. Viel, ne? Das ist gut so. Wie ist er denn, wenn er nichts zu tun hat? Das kenne ich eigentlich gar nicht. Harald, was sagst du dazu? War Aussteigen eine Option? Für mich ja. Aber nicht wirklich. Doch, im ersten Moment schon. Ja, gut, im ersten Moment. Eigentlich war ich... Weil der Schock tief saß, sagen wir es mal so. Ja. Naja, und auch die Angst oder die Bedenken vor dieser ganzen Arbeit. Jetzt eine neue Werkstatt machen, das ist ja nicht mal eben. Ich kann das ja schon, ich kannte das ja schon mehrfach jetzt. Und eigentlich hatte ich keine Lust. Auch im ersten Moment. Aber gut, dann
kam die Zustimmung von meiner Familie, von meiner Frau hauptsächlich. Ne? Und dann habe ich selber auch überlegt, okay, du machst das jetzt noch einmal. Eine Werkstatt brauche ich eigentlich, ohne Werkstatt kann ich doch gar nicht nehmen, sind wir irgendwas fummeln. Du hast gesagt, wir sind jetzt Mitte 50, 10 Jahre machen wir das noch, das war ja auch so die Option. Und wenn das so eine Staubsauger ist, den ich heil mache, ja, dann ist das irgendwas. Mein Staat ist ein bisschen begrenzt im Platz. Ein Staubsauger würde funktionieren, aber ja, vielleicht auch nochmal ein Moped oder so. Alles gut. Das war eine richtige Entscheidung. Ja, genau. Jetzt im Nachhinein, wo ich so drinstehe und so vor mich hin vegetiere, vor mich hin bewege, ja, das war eine absolut richtige Entscheidung. Das ist toll, das macht richtig Spaß. Naja gut, stell dir vor, du hast deine Werkstatt verloren, alles, wo du jetzt deine Autos gebaut hast und so weiter, ist nicht mehr da. Zudem hast du für die neue Saison auch kein Auto mehr zur Verfügung, weil das hatte der liebe Matze ja kaputt gefahren. Und mit dieser Überlegung gehst du dann daran und sagst dir, was mache ich jetzt? Neu aufbauen, das ist ja inzwischen dann nach unserem Feuer damals und so die dritte Halle, die ich jetzt gebaut habe. Diesen riesen Aufwand zu betreiben, auch finanziell, lohnt sich das nicht? Muss mit der Familie abgeglichen werden. Ja, haben wir dann aber gemacht und das Ergebnis ist toll. Also jetzt habe ich auch wieder Spaß an der Sache. Ich glaube, das funktioniert. Und ja, Birgit hat mich eigentlich aufgebaut, muss ich sagen. Das ist sowieso mein Stützpfeiler in meinem Leben. Naja, und dann hat sie gesagt, komm, wenn du hier zu Hause rumhängst, habe ich auch keinen Bock drauf. Dann bauen wir irgendwo was Neues, dann suchst du was Neues und dann geht das weiter. Auch mit dem Hintergrund, dass wir ja eine ganze Menge Geld sparen, wenn ich alles selber machen kann. Ja, und das haben wir dann gefunden und gemacht, wie gesagt. Ja. Wie ging's Tini nach Oschersleben? Ja, Tini war auch ein bisschen geschockt. War natürlich blöd. Ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr, ob ihr Auto vorher kaputt war oder nachher. Aber auf jeden Fall nach Oschersleben war mein Auto, nee, das muss nachher gewesen sein, war mein Auto kaputt. Dann haben wir in Uelzen noch ein Rennen zusammengefahren. Das hat sie gerne gemacht, das haben wir früher schon gemacht und das hat auch funktioniert. Wie gesagt, dann ist ihr Auto da auch noch kaputt gegangen und nun wussten wir ja dann, dass wir erst mal keine neue Halle haben, erst mal was machen müssen. Da war sie auch ein bisschen geschockt, klar. Aber da sie ja ihr Studium da angefangen hat und da auch so umprobiert ist und so viel Zeit investieren muss, hat sie, glaube ich, so viel auch darüber nicht nachgedacht. Das war jetzt einfach erstmal so eine Situation, aus der wir was machen mussten. Aber wie gesagt, klappt, jetzt läuft's. Ein paar Monate später sieht die Welt wieder ganz anders aus. Alles sonnig, alles gut. Und jetzt gehen wir in die neue Saison. Jetzt fange ich an, ein neues Auto zu bauen. Und dann soll's laufen. Jetzt kommt der große Moment. Die Vorhalle. Das ist das erste Mal, dass eines deiner Fahrzeuge hier reinkommt? Das ist das erste Mal, ja, dass ein Renner jetzt auf die Bühne kommt. Ja. Seit wann bist du hier fertig? Noch ist alles so schön leer. Erzähl doch einmal ganz kurz. Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Also Anfang April. Was steckt hier drin an der Arbeitszeit? Nur mal so ganz kurz im Abriss. November bis Anfang April jede freie Minute eigentlich. Das heißt abends nach der Arbeit, Wochenende. Ja. Und was war hier vorher? Das war die Tenne, also die Durchfahrt für den Trecker in die Scheune. Links und rechts Schweinestall, das war die gerade Durchfahrt aus der Scheune wieder raus. Also nix? Nix, ne.
offen, bis oben hin offen. Das heißt, du hast hier alles komplett neu gemacht, aufgebaut und... Mhm. Ja, genau so. Was ist das für ein Gefühl, fertig zu sein und das erste Fahrzeug hier reinzuschrauben? Schön, richtig schön. Es macht sehr glücklich zu wissen, dass das jetzt alles erledigt ist. Erledigt ist es ja noch nicht, man hat immer noch Kleinigkeiten. So wie jetzt habe ich hier gerade wieder eine Treppe mit. Aber das Gros steht, man kann jetzt schon schrauben, Bühne ist fertig. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Wieder in der Natur, es passt wieder alles zusammen, Flügel zwitschern, alles ist schick, Sonne scheint. Ja. Und die neue Saison steht vor der Tür. Jawohl, so ist das. Wann willst du den fit haben hier? So schnell, wie es irgendwie geht. Also 2 Wochen ist er schon Uelzen. Aber das werde ich nicht schaffen. Aber dann vielleicht beim 2. Lauf schon dabei. Jetzt haben wir ja alles. Das geht ja relativ schnell. Das stand ja unter dem Kirschbaum, das gute Stück. Und da fliegen im Moment im Frühjahr die Vögel alle so gern rein, weil sie von da aus rings ums Haus starten können. Naja, und das Ergebnis ist dann das hier. Ne? Aber das wird weggeschliffen und gewaschen, das ist kein Problem. Erster Wagen, neue Werkstatt. Ja. Kann ja alles nur besser. Habe schon einmal getestet dieses Jahr mit Christins Auto. War ein erster Platz in Dänemark. Mehr Zufall als alles andere, aber egal. Die Plätze zählen, Südmann oder oben. Das ist das, was ich hinterher mir angucke und mich freue. Das sind die Jahre von 86 bis 89. Ne, bis 98. So, 86 angefangen bis 98, ja. Die anderen habe ich alle noch zu Hause. Oh. Ein Statement vom schwarzen Sonntag bis jetzt. Übers Leben, über wechselnde Stimmung. Naja,
Erst habe ich ja gedacht, dass mit dem Schwarzen Sonntag wird das schwarze Leben. Ist aber dann ja anders gekommen. Jetzt, wenn ich so zurückdenke, alles zum Guten hat sich das gewendet. Ja, und du siehst das Grinsen in meinem Gesicht, alles ist positiv geworden. Und ich denke, das wird auch so weitergehen. Das passt. Jo. Und ich werde jetzt hier erstmal so unterlegen, damit wir nicht gleich Ölflecken in der neuen Werkstatt haben. Ja, und dann fange ich an, hier unten einen Ölwandschutz unterzubauen. Alles von unten. Von oben ist er soweit ja sogar schon fertig, dass wir nur noch hier unten eigentlich alles machen müssen. Aber muss ich ein bisschen schweißen, ein paar Halterungen anbauen, Auspuff ändern, oh, Fahrwerk einbauen. Und dann geht er eigentlich schon zum Lacken. Und dann kann es auch schon fast losgehen. Oh. Weil bisher fehlt ja alles von unten. Von unten konnte ich noch nicht machen, weil die Bühne vorher nicht frei war in der alten Halle. So, und das machen wir jetzt und dann geht das los. Mal gucken, wie lange das dauert. Lacken? Welche Farbe? Tja, wie gehabt. Pink. Pink. Die Quadros wollten ja eigentlich gerne, nachdem wir jetzt so viel zusammen gemacht haben in der Vergangenheit, dass er grün wird mit Gelb. Aber nein, das wird er nicht. Er wird wie gehabt pink mit grünen Streifen. Vielleicht kriegt er einen Quadro-Aufkleber. Das muss ich nochmal gucken, mit meiner Familie nochmal besprechen, weiß ich nicht. Aus Dankbarkeit würde ich es gerne machen. Mal schauen, was da so passiert. Wissen wir noch nicht. Ja.